Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 196 und wir brauchen Runenfaden. Und praktischerweise hat er noch ein paar andere Sachen für uns. Da trinken. Jo, mit. Mit Arena-Sachen. Ich glaube keinen Runenfaden. Arena-Verkäuferin. Vielleicht schon ein, zwei Sachen herstellen. Ich glaube, wir brauchten 35. Der schiefen Läden hier. Fand ich immer sehr verwirrend. Gemischt waren. Gemischtfaden hat aber kein Stück Faden. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn ihr sowas seht, mal kaufen. Oh, das ist echt teuer. Weil das brauchen die Ingenieure für ihr Flugzeug. Und damals habe ich gedacht, wenn du jetzt ein Flugzeug hast, muss ja auch irgendwie tanken oder so, weil ich hatte damals einen Ingenieur und wollte unbedingt dieses Flugzeug haben. Überlegt, wie machst du das am besten? Musst du dann auch immer Erze farben, zwecks Urfeuer oder so? Nein, man braucht keine Energie, sonst müsste man ja auch für sein Motorrad tanken. Das Flugzeug habe ich mir dann irgendwann gebaut, das dann gelernt. Beziehungsweise hatte das in der Tasche, weil man konnte ja, hatte noch kein Flugzeuginventar. Beziehungsweise Tierinventar. Weil die Reittiere muss man ja immer in der Tasche mit rumschleppen. Genau wie die Pets, also hier die Haustiere. So, das ist schon mal. Ich glaube, das weg, das weg, das weg. Wieder ein bisschen aufgeräumt. Schwupp. Okay, den Bindfaden finden wir anscheinend nicht. Naja, was soll das? Machen wir lieber weiter mit ein paar Quests. Und zwar, wir müssen immer noch Netherrochen stacheln, sammeln. Und da sehe ich auch einen. Zwar kein Stachel, aber ein Netherroch. Töten die mal eine Gespenster, vielleicht kommt das danach, ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ist schon ein Eckchen hier, dass ich hier war. Ich weiß nur, dass wir die töten müssen. Und da wir ja ein toller Jäger sind, toller Typ, können wir auch Wildtiere sehen auf der Karte, aber ihr seht, sieht es ziemlich dünn hier aus. Die Wildtiere, obwohl ich fast sagen würde, das sind auch Wildtiere, aber nein, das sind Humanoide. Wahrscheinlich kann man die Daumen auch nicht ledern. Wie ich richtig im Kopf hatte, waren die Dinger. Konnte man die auch toll farmen für Mana. Partikel. Mana gedöhnt und so. Wenn wir zwei Quests frei machen könnten. Na, Brand. Ja, schon die von Nahebrand, Spiel auf Zeit. Können wir uns die Quest nämlich nehmen und können da schon reingehen. Das ist auch nicht schlecht. Eine Quest eben. Ja, das wird toll hier.
Bubbler, das schaffen wir. Auch wie ihr seht, haben die das noch nicht ganz übersetzt. Aber gut, ich weiß, dass die funktioniert. Die habe ich nämlich auch gemacht mit dem anderen Charakter hier. Naja, kein Thema. Aber ihr seht, hier schon der ein oder andere, der es nicht geschafft hat. Begleitquest ist immer ganz toll. Wie gesagt, ist ganz toll, einen Tank dabei zu haben. Protected, geschützt. Weißt du, der Kacktyp greift alles an, ja, aber. Wenn es dann darum heißt, weiter zu spielen mit uns, geht einfach weg. Kacktyp. Aber wir sollen ihnen dann wieder helfen, ja. Wir sollen ihnen dann wieder helfen, unglaublich, der Typ. Unglaublich. So. Wo waren das mit den Raketendingern? Nutzen. Ach so, das ist was anderes. Quest irgendeinen zum Laden lassen. Phasenjäger. Ah, ach so, okay. Die Phasenjäger waren woanders. Fällt das schon irgendwann mal alles cool. Und wenn wir schon freuen, dass wir so gut sind. Aber ich weiß, ach. Nee. Gar nicht, wie viele wir quasi beschützen müssen. Wir müssen jetzt gleich hier unter der Brücke durch.
Ländernase juckt. Als Magier könnten wir uns das jetzt klauen. Weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Kann man noch klauen? Kann man Fähigkeiten noch klauen? Als Magier? Hier Magieraub? Magieraub, genau. Das ist ganz toll im BG, da kann man sich dann immer die Buffs klauen, wenn man gerade gestorben ist oder so. Das ist falsch. Ja, lauf weg, wir beschützen dich. Ach, ein blödes Vieh. Die Logik der NPCs. Es ist eine Eisfalle. Hauen wir drauf. Lassen wir glaube ich vorgehen, ist einfacher. Jetzt sind wir jetzt irgendwas runterziehen und der dann denkt, okay, es kämpft nicht mit mir, wir gehen weiter. Also hier müsste entweder in der Gruppe sein oder wirklich als Jäger durch die Gegend flitzen oder vielleicht als Hexenmeister. Meister. Weil ich gesagt, das ist echt. Echt kacke. Also ich schieße einmal drauf und dann direkt die Akku. Der Roboter nützt nichts. Kackding. Na gut, ihr seht, geht's eigentlich, ne? Wenn ihr jetzt alleine seid, ist es etwas schwieriger. Na gut, ich hab gedacht, das ist schon wieder. Gut, irgendwas ist Trefferwertung. Trefferwertung ist natürlich jetzt nicht verkehrt für uns. Das Einzige, was ich auch noch sehr doof finde, ist, wir müssen alles Pfeile wiederholen. Oh. Ich lasse erstmal in der Tasche, aber schlecht, wie gesagt, finde ich es nicht, wegen der Trefferwertung. Denn damit haben wir 19 Trefferwertung. Schon mal ein Anfang. Ich glaube, wir brauchen 100. Als Jäger. Von daher nicht schlecht, nicht schlecht. Andere Quest ist nicht von dem, ne? Drehen, aufladen, ne. So, erwartet nicht auch. Müssen wir immer noch machen. Das ist Batterien aufladen. Müssten wir auch theoretisch ohne Probleme machen können. Oh, ein netter Rauchen. Den Netherrochen gibt es auch als Reittier. Die sieht man mittlerweile nicht mehr so oft, aber dann in Battle Crusade hat man den recht häufig gesehen. Weil das war dann eine Questbelohnung bzw. eine Rufbelohnung.
Aber wie die hießen, oh mein Gott. Von hier oben, von Skitis. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Let's play WoW The Burning Crusade. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf Wiedersehen.